bin eigentlich früher viel zu viel geklettert, nur geklettert und habe die Landschaft gar nicht so entdeckt. Und mittlerweile, wenn ich da auch im Winter auf Skitour unterwegs bin und ich gehe oft immer wieder in neue Gebiete oder Ecken und ich finde das eines der schönsten, vielfältigsten Gebirge, die es gibt. In erster Linie, weil es zuerst mal ein wunderschönes Stück Fels ist, das ich da entdeckt habe und mir abstrakt vorstelle, könnte da eine Linie freigehen. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als wir hinzugehen und dich an Ort und Stelle zu vergewissern. Und dann ist es so wunderschön, wenn man eine Route entschlüsseln kann. Also du kommst immer wieder vor eine Passage und denkst dir, ah, das geht nicht, ich komme nicht drauf. Und dann beschäftigst du dich mit 5 Quadratmeter Fels und dann kommst du doch drauf, wie das gehen könnte und dann schaffst du es irgendwann. Und in der ersten Seillänge zum Beispiel, da geht es um Stilfragen. Also man kann die Route natürlich mit viel mehr Bohrhaken gleich einmal hochschlossern. Oder man bleibt diesem Freikletterstil treu, dass man Haken setzt dort, wo es leicht ist und muss zwingend die schweren Passagen klettern. Und in der ersten Seillänge, da gibt es so eine Run-Out-Passage, da habe ich mir gesagt, diese Passage, das muss doch freigehen. Das sieht so aus, als da oben, ich will da oben stehen ohne Bohrhaken dazwischen. Und dann bin ich wirklich tagelang hingegangen und immer wieder abgeschmiert, 15 Meter ins Seil runtergedonnert. Und auf einmal stehe ich dort oben und habe es geschafft. Per Zufall eine andere Lösung gefunden und mit dem bist du dann in the game. Also du siehst, diese Passage ist gegangen und dann kommt die nächste Seillänge. Ähnlich schwer und stehst wieder vor dem gleichen Problem. Und so eroberst du dir praktisch diese paar Quadratmeter Fels, die Route ist ja nicht besonders lang, aber sie ist, jeder Quadratmeter ist wirklich intensiv schwere Kletterei. Thank you.
Schwierigkeiten sind schon hoch, glaube ich. So. Die erste Seillänge dürfte so 10 plus sein und die zweite Seillänge noch ein bisschen schwerer. Und die zweite Seillänge ist sehr undankbar. Aber natürlich umso undankbarer, umso interessanter. Weil du kletterst zuerst eine 8b oder sowas, du kommst zu einem Rastpunkt und dann kommt eine technisch sehr schwere Boulderpassage. Da muss alles zusammenpassen von der Bewegung. Und ich kenne oder habe selten im Gebirge so diffizile Einzelstelle geklettert. Man steht nämlich fast auf nichts und hat auch nichts sehr viel zu halten. Und diese Passage alleine durchzuklettern an einem Zug hat mir am Anfang alles abverlangt. Mittlerweile komme ich auf Durchstieg bis in die Mitte und mal schauen, wie es weitergeht. Also, da muss ja in meinem Alter immer noch vieles zusammenpassen. Ja, es ist auf jeden Fall für mich jetzt mein Lebensziel und momentan lebe ich genau auf dieses Ziel hin.